Jeder kennt das. Die Prüfung zur Basisqualifikation Industriemeister BQ NTG naht und es sind nur noch wenige Wochen bis zum Beginn. Erst denkt man, man hat viel Zeit und braucht sich erstmal nur über den Unterricht auf das Fach vorbereiten. Und dann stellt man auf einmal fest, die Übungsphasen sind doch so gering, dass man kaum irgendwie eine Routine aufbauen kann. Man hat auch gar nicht genug Übungsaufgaben. Die Prüfungsaufgaben sind schon alle durchgerechnet. Und wenn man dann also am Ende des Tages schaut, was man alles so gemacht hat, welche einzelnen Aufgaben dort besprochen und immer wieder neu durchgearbeitet worden sind, dann stellt man fest, dass man bald alle Prüfungen bis zu einem bestimmten Maß hin durchgearbeitet hat. Ja, und letztlich die Ergebnisse schon quasi im Kopf kennt und weiß, dass es 41 Meter, auch wenn man die Aufgabe noch gar nicht mehr rechnen braucht. Und das ist natürlich ein fataler Zustand, weil es zur Prüfungsvorbereitung natürlich eben auch dazugehört, immer wieder neue Aufgaben zu bearbeiten, die dann entsprechend irgendwie nicht dem Aufgabenpool der IHK erwachsen sind, denn ohne dem geht es eigentlich nicht. Und da braucht man dann neue Aufgaben und wir bieten hier neue Aufgaben an. Wir stellen praktisch Übungsaufgaben zusammen, die dem Schweregrad der Prüfung entsprechen und ihr habt damit die Möglichkeit, neue Einzelaufgaben zu bearbeiten, die es so in der Form noch nicht gegeben hat, greifen natürlich auf alle physikalischen Grundlagen zurück, die bekannt sind. Und damit hat man hier vielleicht die Chance, nochmal so ein ganz kleines bisschen für sich selber dann die Dinge aufzuarbeiten und nachzuempfinden. Ja, dazu könnt ihr euch die Serie anschauen. Wir empfehlen natürlich auch, die Prüfungsaufgaben vorab einwandfrei durchzuarbeiten und zwar ohne Hilfsmittel, ganz allein, um dann später die Videos zu nutzen, um sich erklären zu lassen, wie die Aufgaben fachlich richtig nachgerechnet oder zu berechnen gewesen wären. Ja, viel Spaß dabei.